Also ich glaube, wir kommen an den Fetten nicht vorbei. Wir müssen ihn platt machen, Leute. Er wird mich zwar umhauen, aber scheiß drauf. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck. Ich muss jetzt mal peilen, wann der wie schlägt oder wann der was macht. Der macht eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel, aber... Hau doch zu, Mann! Oh. Mann, 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 das hätte doch bloß noch einen Schlag gebraucht, ey. Einen hässlichen Schlag hätte es doch bloß noch gebraucht, Mann. Oh, das ist so behindi, ey. Sowas von behindi ist es. Ich gehe jetzt mal einen anderen Weg. Ich gehe jetzt mal hier oben lang und guck mal, ob der von der Abkürzung her besser wäre. Auf jeden Fall kann man die schon mal ein bisschen one-hitten hier. So, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir bloß noch hier oben lang. Hier oben wieder durchrennen. Durch dieses wirre Labyrinth hier von Skeletten. Komm, 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 komm hier runter. Ah, die Abkürzung geht. Wenn man sich um nichts anderes schert, ist sie gar nicht verkehrt. War sogar schon wieder ein Rhyme. Okay, den haben wir auch. Nice. Hat er was fallen lassen? Nein. Komm, 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 lauf, Panne. Hoffentlich verfolgen uns die Pisser nicht so ewig weit. Ah, oh, hier kommt wieder die komische Tante jetzt. Scheiße. Ich lauf einfach. Ich lauf einfach hier hoch. Hier haben wir die Abkürzung. Ja, sehr gut. Sehr gut. Blutrosa Moosklumpen. So, okay, wir sind unbeschadet auf jeden Fall hergekommen. Das ist schon mal was, Leute. Das ist schon mal was. Oh, Alter. Hab schon gedacht, die Scheiße ist weg hier. Also versuchen wir den Fetten nochmal. Auch wenn man eben gerade so gut wie schon tot hatten eigentlich. Naja. Versuchen wir ihn halt nochmal. Irgendwo muss es jetzt aber noch einen Boss geben, frage ich mich. Irgendwo muss es noch einen Boss geben. Oh, natürlich sind jetzt auch wieder alle da, weißt du? Erstmal die Seelen, das ist erstmal das Wichtigste. Erstmal die Seelen. Komm her, Zauberer. Komm zu Daddy. Dann haben wir natürlich wieder die blöden Ritter jetzt. Scheiße. Oh Mann, warum kommt denn jetzt der scheiß Zauberer da noch mit? Ey, du kommst aber auch nicht raus aus dieser hässlichen, beschissenen Drecksecke, Mann. Du kommst da nicht raus aus diesem Piss-Scheiß. Was ist denn das für ein Müll, Alter? Es ist so behindert, dieses Spiel, Mann. Ah, du kommst da einfach nicht raus aus dieser Drecksecke. Weil der Wichser hier sich überhaupt nicht bewegen kann. Er braucht 3 Stunden, ehe er sich mal bewegte. Es ist so behindert. Geh drauf, Mann, du Mistviech.
Hör auf, deine Scheiße zu zünden hier. Kein Bock auf Feuer. Mann, es ist so nervig. Oh, wo geht's denn hier lang? Abkürzung? Ah, natürlich wieder nicht. Völlig umsonst. Jetzt haben wir alle wach gemacht. Passt. Ist wieder gut gemacht, Panne. Ich versuche trotzdem wieder einfach durchzurennen. Das war die beste Methode. Die schnellste, die beste, die einfachste. Auch wenn mich dieses Viech hier wahrscheinlich gleich kaputt macht. Komm. Oder das Viech hier, das ist auch blöd. Die blöde Tante hier. Aber die springt immer, das ist gut. Komm, gleich hier rein. Und am besten gleich runterfahren, wenn es geht. Soll ich das Ding hier holen? Oh nein. Tot wenigstens? Bestimmt nicht. Tritt doch! Das ist so behindert! Oh ja, Mann, ey, es riecht mich so auf, Mann! Was ist das für eine Pisse hier, Mann? Du Dreckshure, Alter. Alles verloren. Schön. Schön. 13.000, 14.000 Punkte. Es ist herrlich, Leute. Es ist einfach nur herrlich. Es ist einfach nur geil. Episch. Da macht's wieder alles richtig Spaß hier. Wenn man weiß, man hat gerade die letzte Stunde umsonst gespielt. Ist wieder schön. Schön auf jeden Fall. So, komm, renn hier durch, Mann, ey. Dieses räudige Miststück, dieses hässliche. Ich bin gar kein Ausdruck ein für so eine Dreckshure schon wieder. Mann, dieses Spiel, ey. Es bringt mich. Ich könnte so reintreten manchmal. Ich könnte echt so reintreten. Ein Wunder, dass bei mir noch nie ein Controller kaputt gegangen ist wegen Ausraster oder so. Komm, der trifft mich jetzt auch noch. Ja, geh springen. Geh einfach springen, Mann. Jetzt müssen wir das Viech hier noch irgendwie kaputt machen. Mann! Warum haut er dann immer nicht zu? Ich verstehe es nicht, Mann. Ich verstehe es echt nicht, Alter. Er haut dann einfach nicht zu, dieser Hurensohn. Ah, Mann. Ich will doch nur diesen hässlichen Pisser hier unten kaputt machen, ey. Den ich vorhin gehabt hätte mit Einschlag mehr. Nur jetzt immer wieder steht der Wichser dort, ey. Ja, komm hier, zwei Seelen. Schön. Zwei Seelen eingesammelt. Lohnt sich. Mann. Ist das behindert, ey. So, komm, jetzt gehen wir wieder drauf. Weil diese scheiß dreckigen Zauberer-Bastarde hier einfach nicht kommen. Vielleicht muss ich die hinten entlocken, ich weiß nicht. Aus der Entfernung. Sieht er mich? Und der hier sieht mich nicht, der erste hier oder was? So, einen haben wir. Und diese Ritter scheinen weg zu sein. Oder zumindest. Zu stöhnen, du Bitch. Ich mach mal kurz mal hier ein bisschen die Dinger kaputt. Damit wir einfach mehr Platz haben für das Drecksviech da oben. Da oben stehen auch noch so Viecher. Und das ist dieser scheiß Ritter, da darf ich nicht hinkommen. Zu dem Ritter darf ich nicht kommen, der macht mich platt.
Okay, dich haben wir auch. Boah, Mann, 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 Mann. Ich weiß nicht, ob Feuer was bringt. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Okay. Also ich muss da hoch, ich muss da hoch. Ach stimmt, habe ich ja ganz vergessen, es bringt ja gar nichts. Oh, nice. Warum fliegt jetzt mit seinem hässlichen Schwert nicht, Alter? Wie einfach er das sein kann. Wie einfach der Pisser doch sein kann. So, jetzt sind wir hier oben zumindest schon mal. Oh, der Typ, der darf nicht aufstehen. Der Typ, der darf nicht aufstehen. Der bewegt ständig seinen hässlichen Fuß. Da kommt bestimmt der Boss jetzt hier vorne. Oder hier wäre ein Boss, sagen wir so. Es wäre hier ein Boss. Ja, da unten, da gibt's auf jeden Fall was. Da gibt's auf jeden Fall was. Gucken wir nochmal hier oben, ob es hier noch was gibt. Wir haben immer noch 8 Stück. Wir könnten also den Boss versuchen. Punkte haben wir eh schon so viel verloren. Würde uns also eh kaum was bringen. Also hier wäre zumindest der Boss. The Boss. Ich weiß nicht, wollen wir ihn testen, Leute? Wollen wir ihn testen? Wir testen ihn. Auch wenn wir gehörig aufs Maul kriegen. Zwar gewaltig. Mann, 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 Mann. Ja, komm. Komm. Adrenalin geht wieder los. Was ist das denn hier? Lol. Was ist das denn? Komm. Ist das jetzt ein Boss oder was? Ich glaube einfach im Kreis laufen, vielleicht, weiß nicht. Ist vielleicht sogar schon so eine Art Boss ist, aber ich glaube es nicht. Ich glaube vielmehr, dass danach der Boss kommt. Die Fetten sind scheiße. Komm, 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 komm. Ja, Mann. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, ein bisschen Schaden hat er aber schon. Mann. Ich glaube, die kommen immer wieder neu, oder? Ja, natürlich, du Hurensohn, Alter. Spring doch raus hier. Kann ich sagen, wie mich das Spiel manchmal stresst. Hau zu, Mann! Da kommen die Typen mal wieder neu, glaube ich. Ich glaube, er hier könnte einer von den Fetten sein. Aber wir müssten es eigentlich bald haben. Also zumindest von den Mackern hier. Oh Mann. Ich finde es so geil, wenn er nicht zuschlägt. Aber warum verlieren die manchmal Leben und manchmal gar nichts?
kommt er gleich, Leute. Jetzt kommt er gleich. Wir haben noch nichts erreicht. Ja. Alter, die kommen immer wieder neu. Ganz ehrlich? Mich würde interessieren, welche ich hier besiegen muss. Das würde mich interessieren. Ich glaube ja, dass es der Pisser hier ist. Ah man, die sind es. Immer der Typ da hinten, glaube ich. So wie es scheint, ja. Es wäre cool, wenn man dafür EP kriegen würde. Das wäre richtig geil. Oh shit. Ich glaube, der blaue. Lol. Ich glaube, der blaue hier hinten, der ist heftig. Kann es sein, dass für jedes Licht einer kommt? Ich hätte ihn noch nicht holen dürfen. Es dürften gar nicht mehr so viel kommen hier. Oh, da stehen auf jeder Seite welche. Scheiße. Alles klar, er kann so durch Wände schießen. Eigentlich voll logisch, oder? Komm, lauf. Er kann sogar durch Wände schießen, der Pisser. Wie soll ich denn den kriegen, bitte? Mann, was ist denn das für eine Scheiße hier? Ganz ehrlich, Mann. Egal, was du machst, der trifft dich. Einen haben wir. Wie viel kommen denn von den Viechern, verdammt? Komm. Aber hier sind jetzt gar keine neuen mehr gekommen, ne? Oh shit. Es ist jetzt alles so dunkel hier. Alter, wie viele? Wie viele sind denn das? Ey, wie soll ich denn das machen? Meine Flaschen gehen mir aus. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Aufpassen, wenn die diese Scheiße machen, dass ich da irgendwie wegkomme. Lol. Null. Also die ganze Geschichte scheint irgendwie zeitbedingt zu sein. Bloß wie schnell muss ich die töten und welchen genau? Das ist die Frage, ja. Welchen Typen genau? Wie komme ich da jetzt wieder am schnellsten hin? Wahrscheinlich wieder derselbe Weg. Scheiße. So ein Müll. So ein Scheiße. Wie komme ich da am schnellsten? Oder wen muss ich da am besten töten, dass ich schnellstmöglich die Lebensanzeige runterkriege? Das ist die Frage.
Ich glaube, bei diesen komischen Rotleuchten, aber jetzt am Ende waren ja gar keine Rotleuchten mehr, da waren ja diese blauen. Und die haben, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, nichts gebracht, wenn ich die getötet habe. Schade. Jetzt muss ich erstmal wieder an dem Drecksviech hier vorbei. An dem hässlichen Mistviech. Komm. Ich würde ja gerne einfach laufen, bloß das Viech ist so übertrieben schnell, ey. Das Ding hier. Ja, wenn er zuschlägt und nicht zutritt, dann geht's eigentlich. Grabwächterkapuze. Wenn er zuschlägt und nicht zutritt, dann ist das kein Problem. Aber wenn er da rumgimmt, dann ist scheiße. Ach komm. Komm, ey. Ich hab schon schlechte Sachen an, aber die Sachen, die werden ja immer schlechter, ganz ehrlich. So, ich hoffe, dass wir jetzt nicht nochmal, nicht nochmal diese fetten Viecher töten müssen. Sondern dass wir einfach geradewegs durchrennen können, aber ich denke, eigentlich sollte das funktionieren, gehe ich mal davon aus. Auch wenn mich diese Typen... Ja, Mann, ey. Man muss es nicht verstehen, man muss es nicht verstehen. Die ganze Zeit sieht er einen nicht, weißt? Oh shit. Komm, lauf. Dieser weite Weg zum Boss, das ist das, was mich ankotzt. Dieser weite Weg immer. Also teilweise weit. Die Typen an der Mitte, ich glaube das. Nur die Typen in der Mitte, glaube ich, sind die schlimm. Komm, lauf. Wird auch schwierig, da hinzukommen, ne? Ist immer ein zufälliger, der irgendwie ausgewählt wird. Schwierig wird's, wenn dann in der zweiten Phase dann dieses Gift da auf einen drauf ist, ja? Ob man das genau abwehren kann, weiß ich noch nicht genau. Komm. Wo ist noch wer? Hinten? Da hinten. Aber die sind immer so weit weg. Und sind da jetzt hier auch schon die Blauen? Oh nein, komm. Komm. Wir müssen einfach nur schnell sein, Leute. Ich glaube, das ist die Kunst. Einfach nur schnell sein. Das hat über... Die Hälfte haben wir. Oh, los, Mann, lauf doch. Komm. Was ist das Viech da hinten? Oh, renn weg! Oh, wir haben's doch gleich, Mann. Das Viech heilt sich immer wieder. Komm! Einmal noch los! Oh, wir haben's geschafft, Leute. Alter! Kleine Puppe, die Diakonie des Abgrunds. Du Bastardkind, Alter, du hässliches. Alter. Ja, wir haben das Viech kaputt gemacht, ey. Gott sei Dank. Was haben wir jetzt hier gekriegt? Warte mal, ich muss mal schon schauen. Wenn wir sehen würden, wo, was wir gekriegt haben. Man sieht es ja leider Gottes immer nicht. Das ist das Problem. Man sieht es immer nicht.
Duell-Amulett, deaktiviert früher mit Fähigkeit mit Feinden. Okay. Auch nicht schlecht. Es ist so behindert, dass man immer nicht sieht, was man gekriegt hat, Mann. Asche eines Traumjägers. Scheiße. Vielleicht auch eine Waffe, wer weiß. Vielleicht auch eine Waffe, wartet mal. Glaube ich zwar nicht, aber... Nee. Zumindest nicht so aus. Es ist so behindert, dass man das immer meistens nicht sieht. Jetzt gucke ich mal kurz, wo wir hin können. Ich hoffe, dass es hier eine Tür raus gibt, aber ich glaube nicht. Es ist natürlich die Frage, wo der nächste Weg hinführt, ja? Ach, wir haben 18.000 Seelen. Ich glaube, da gehe ich zurück und die tauschen wir mal ein. Zum Leuchtfeuer, ey. Das ist, glaube ich... Das war wahrscheinlich noch nicht mal der Boss hier für die Ebene. Das ist ja das Schlimme. Das war noch nicht mal der Boss. Aber fand ich eigentlich an sich ein cooler Boss, muss ich sagen. Ich fand ihn ganz lustig, ja. Okay, dann hätten wir das Ding auch gelöst. Das ist gut. Dann gehen wir erstmal... Warte mal, sind das? Diakonie ist Abgrund. Ja, da sind wir ja gerade. Ja, dann haben wir das auch erstmal gelöst. Gar nicht so schlecht. War ein ganz lustiger Boss, ja. Und wir haben ihn relativ leicht, sage ich mal, erlegen können. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Jetzt wäre noch da hinten dieser eine Fette. Es könnte sein, dass das der Boss ist, der da vorhin so gestanden hat in diesem komischen Schlamm. Das könnte der richtige Boss sein. Aber zuerst sammeln wir mal kurz hier ein paar Dinge ein. Ich muss schnell mal schauen, was wir brauchen. Wir brauchen 13.000 nur? So wenig? Warum auf einmal so wenig? Ich weiß auch nicht. Vitalität wäre geil. Ich glaube, ich nehme Vita. Und dann gucken wir mal ganz kurz, wie viel wir von dem Zeug genommen haben. Was ist denn das hier eigentlich? Da haben wir auch nicht so viel. Oder? Nehme ich später, wenn es uneindeutiger ist, was wir noch benötigen. Warte mal. Hier können wir noch was skillen wahrscheinlich, weil hier ist doch dieser komische Typ, den wir mal gerettet haben. Oder sollte. Hier. Gimp. So, wie viele Punkte kann er mir geben? Ein. Nehmen wir auch wieder Vitalität. Dann noch was? Ah. Cool. You all are aber nochmal? Ist ja geil. Jetzt kann ich gar nicht mehr, oder wie? Ja. Nochmal? Versuchen wir so nochmal? Okay, das geht momentan nicht. Na gut, ist ja scheißegal. Dann können wir uns auf jeden Fall noch ein paar Brandbomben holen. Oder wir gucken mal, ob wir hier unsere Waffe verstärken können. Wäre auch nicht schlecht. So, die können wir sogar verstärken. Auf 193, da brauchen wir große Tyrannie. Ach komm, machen wir. Komm, machen wir durch. Und jetzt brauchen wir große... 4 brauchen wir jetzt. Wow. Aber wir sind doch wieder mächtiger geworden, das ist gut. Und dann gehen wir noch zu der Hure hier. Zu der Hässlichen, mal gucken, was die zu sagen hat. Und danach müssen wir gucken, wo wir lang müssen. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan, Leute, wo wir lang müssen. Warte mal, Wunder erlernen. Wir haben doch hier auch was gekriegt. Erzeugt Schockwelle. Stellt TP von Wirker und Umgebenden wieder her. Auch nicht schlecht. Ah, fehlt mir noch Magie. Shit. Na gut, scheißegal. Leute, wir machen jetzt mal Schluss mit der Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es natürlich cool, wenn ihr wieder einen Daumen hoch da lassen könntet. Und ihr könnt mir natürlich weiterhin Tipps geben. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen, weil ich hier so ein kleiner DS3-Nerd bin. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank soweit. Und dann bis zur nächsten Folge hoffentlich. Tschüss!